Hallo und herzlich willkommen hier zu Everlight. Es geht ja weiter hier, Leute. Yo, und ja, wir haben endlich diese Anubis-Statuette wieder bekommen und können die jetzt dem Eremit wiedergeben. Da wird man sofort mal zu ihm hinschreiten und ihm da freudig gratulieren, dass er sie wiederbekommt. Und dass er sie jetzt behalten kann wieder, ne? Gut, wir hätten die auch brauchen können für irgendwas. So, Kallas, steh mal auf, bitte. Ich hätte da was für die. Alter Mann, die Knochen, ja, die Knochen. Ne? Hallo? Was willst du schon wieder? Immer so unfreundlich. Hier hast du deinen Wachhund zurück. Hier hast du deinen Wachhund zurück. Mein Wachhund. Wundervoll. Hervorragend. Endlich schafft mir wieder jemand die Touristen vom Hals. Ich danke dir, mein Junge. Sehr schön. Gut, viel Spaß noch beim... Ja, er könnte ja auch mal seine Karten hier wegschaffen. Wenn er hier schon kein Glücksspiel hier hingehängt hat, ein Schild. Also noch viel Spaß. Viel Spaß beim Meditieren. Ich gehe jetzt. So, okay. Ja, da wäre das Problem gelöst. Die Lücke. Müssen wir jetzt nochmal zu Farid da? Oder müssen wir jetzt nochmal... Ja, wir probieren es mal beim Stadtrat. Ob das jetzt funktioniert hat oder auch nicht. Rathaus. So, Gargamel wieder hier. Zu meiner Zeit herrschte noch Zucht und Ordnung. Bla bla bla. So, Valerius. Hallo? Hier hin. Hallo. Valerius, einer der Stadträte. Ja, nee, ich wollte mit ihm reden. Na, Junge, hast du inzwischen für... So, ich habe das Problem gelöst. Kallas hat seine Statuette wieder. Ich habe das Problem gelöst. Kallas hat seine Statuette wieder. Tatsächlich? Du siehst gar nicht aus, als könntest du so etwas hinbekommen. Mhm. Und dabei ist auch alles mit rechten Dingen zugegangen? Natürlich. Aber sicher. Der Junge gefällt mir. Sicher hast du Farida ganz schön ausgetrickst, was? Sag, wie hast du es angestellt? Hast du ihr ein Schlafmittel in den Stich gedacht? Hokus, du und deine anarchistischen Neigungen. Könntest du nicht einfach mal einen seriösen Eindruck machen? Zumindest so lange, wie Besuch da ist. Bitte, werte Kollegen, ich denke, dieser junge Mann hat bewiesen, dass auf ihn Verlass ist. Vielleicht wird es wirklich Zeit, dass er die ganze Geschichte erfährt. Also, drückt mal raus. Angst vor der Einsamkeit. Kapitel 2. So, ich schick mal. Wie du schon weißt, liegt auf den Einwohnern unserer Stadt ein schrecklicher Fluch. Es ist noch gar nicht lange her, als alles begann. Niemand kann sich seitdem an das erinnern, was er des Nachts getan hat. Aber es sind gewiss schreckliche Dinge, die manche da treiben. Da du nicht aus dieser Stadt stammst, scheinst du nicht betroffen zu sein. Das gibt dir die Möglichkeit, den Fluch genauer unter die Lupe zu nehmen. Oh, wie gerne würde ich das selbst in die Hand nehmen. Mein unvergleichliches magisches Talent könnte dabei sehr von Nutzen sein. Hokus, untersteh dich! Was mein Kollege damit ausdrücken möchte, ist, dass wir dir hiermit offiziell den Auftrag erteilen, unsere Stadt von diesem Fluch zu befreien. Genau. Wenn du noch Details wissen willst, scheue dich nicht, uns zu fragen. Wir werden dich natürlich an unserem umfassenden Wissen beteiligen. Zumindest, wenn wir es für richtig halten, dir gegenüber irgendetwas auszuplaudern. Nee. Okay. Ja. Dann plauder doch mal. Ich hätte aber noch ein paar Fragen wahrscheinlich. Hallo Melvin. Womit kann ich dir helfen? Ja gut. Was kannst du mir über den Fluch erzählen, wenn dann jetzt noch was Gleiches jetzt bekommt, wollen wir schon wissen? Was kannst du mir über den Fluch erzählen? Nicht mehr, als ich dir schon gesagt habe. Das Ganze begann vor einigen Wochen, und zwar ohne jede Vorwarnung. Und ich wüsste auch nicht, womit Tallen und seine Bewohner sich einen Fluch verdient hätten. Naja, und wo denkst du, dass er herkommt? Was denkst du, wo der Fluch herkommt? Das Ganze ist mir ein Rätsel. Ich bin mehr Stadtrat als Zauberer, deshalb beschäftige ich mich nicht so sehr mit Flüchen. Möglicherweise geht das Ganze ja auf eine uralte Geschichte zurück, von der wir alle nichts mehr wissen. Hm. Aber das ist auch nur eine Vermutung. Hm. Okay, dann komme ich später wieder. Ich komme dann später wieder. Gut, ich nehme mal an, dass ich mit den anderen Herrschaften nicht einzeln reden darf, oder? Was gibt's, junger Mann? Ah, doch, kann ich jetzt. Was kannst du mir noch erzählen? Was kannst du mir über den Fluch erzählen?
Willst du etwas über diesen speziellen Fluch oder über Flüche im Allgemeinen wissen? Am besten wäre es erstmal, wenn du mir mehr über den Fluch erzählst, wo er auf der Stadt liegt. Erzähl mir mehr über den Fluch, der auf der Stadt liegt. Wenn ich doch nur etwas darüber wüsste. Toll. Was auch immer nachts vor sich geht, siehst du besser als ich. Bei Nacht bin ich ja selbst meist. Nun, ich habe immerhin den Verdacht, dass ich nachts meinen Spaß habe. Mhm. Seit dem Fluch bin ich tagsüber viel ausgeglichener. Mhm, okay. Ich wüsste gern mehr über Flüche im Allgemeinen, dann erzähl mal. Ich wüsste gerne mehr über Flüche im Allgemeinen. Flüche, ein interessantes Thema. Es gibt soziogene Flüche, die aus Versehen geflucht werden, autonome Flüche, die durch Ereignisse ausgelöst werden und zu denen unser Stadtfluch zu gehören scheint, und destruktive Flüche, mit denen man absichtlich andere Personen belegt. Für Letzteres kann ich dir schnell ein Beispiel vorführen. Hokus, bitte. Ein Fluch ist wirklich genug für die Stadt. Pah, Langweiler. Wenn der Fluch nicht wäre, würden wir alle vor Monotonie sterben. Okay. Ja gut, da denkt ein autonomer Fluch, der einfach durch irgendwas ausgelöst worden ist. Da könnte auch irgendjemand einen Hass auf die Stadt haben und es gemacht haben. Das wäre ja auch möglich, oder? Hast du irgendeine Theorie darüber, wie der Fluch entstanden ist? Da kann ich auch nur spekulieren. Vielleicht gab es ein schreckliches Ereignis, auf dem der Fluch gründet. Ein misslungenes magisches Experiment, eine Naturkatastrophe oder einen verrückten Magier wie mich. Frag doch mal Adamus, der liebt staubtrockene Stadtgeschichte. Ja, es wird der Nächste sein, mit dem wir sprechen wollen. Das ist erstmal alles, was ich wissen möchte. Ah ja, gut, okay. Du bist im Stadtrat für Magie zuständig, können wir noch fragen. Du bist im Stadtrat für Magie zuständig? Genau. Ich bin sozusagen der hiesige Magiebeauftragte. Wenn irgendwas passiert, bei dem Zauberei im Spiel ist, dann bin ich dafür zuständig. Gut, das war schon alles klar. Ich muss weiter. Ja, hätte sie eigentlich auch einen Stempel klauen können. Ja gut, das bringt ja nichts an die Unterschrift, ne? So, okay, das hätten wir auf vielfältige Weise vielleicht auch machen können mit den Verordnungen oder so, ne? Durchpausen oder sonst so was, ja. Adamus, ich hätte hier noch... Adamus, der... Ja. Hallo Melvin, was gibt es? Du bist für die Finanzen der Stadt zuständig? In der Tat. Wirtschaft und Finanzen, das ist mein Gebiet. Ich sorge dafür, dass Hokus und Valerius nicht mehr Geld zum Fenster herauswerfen, als wir einnehmen. Glaub mir, wenn ich mich nicht um alles kümmern würde, die Stadt ginge längst am Bettelstab. Ah ja. Naja gut, ihr könnt auch nicht einmal hier einen Tresen hier repariert lassen. es wird halt immer billig repariert, was soll's. Bist du auch von dem Fluch betroffen? Nun, das ist zumindest nicht ganz auszuschließen. Natürlich weiß ich es nicht genau. Schließlich erinnere ich mich nicht daran, was bei Nacht mit mir geschieht. Genau wie alle anderen. Es gibt zwar gewisse Hinweise, aber ich bezweifle, dass sie zur Lösung des Ganzen beitragen. Na gut. Habe ich das richtig verstanden und du möchtest nicht darüber reden? So könnte man die Sache sehen. Man könnte auch sagen, ich werde einen Teufel tun und diese peinlichen Dinge vor dir ausbreiten. Na ja gut, wir wissen es ja schon, was mit ihm nachts passiert, ne? Wie war das? Ich glaube... Ja, der Valerius tut ihn immer foltern nach. Der Hokus hockt in der Kneipe, genau. Ja. Gut, wir wissen ja eigentlich eh schon alles, ne? So, also was weißt du über den Fluch? Ich weiß darüber nicht mehr als alle anderen. Seit der Fluch auftritt, erleben wir in Tallinn bei Nacht die seltsamsten Dinge. Und ich bin absolut überzeugt, dass es wirklich ein Fluch ist. Aber wer soll Tallinn denn verflucht haben? Das weiß ich doch nicht. Wenn du etwas über Flüche wissen willst, frag Hokus. Der ist verrückt genug, um sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Hammer schon. Danke. Du schreibst gerade einen Erlass. Können wir nachher fragen. Was weißt du über die Geschichte der Stadt? Ein wenig. Ich gelte im ganzen Land als Koryphäe auf dem Gebiet städtischer Frühgeschichte. Mhm. Wobei, der alte Hieronymus war bis vor einigen Jahren offizieller Stadthistoriker. Weiß vielleicht sogar noch mehr. Aber frag nur, wenn du etwas wissen möchtest. Okay, Hieronymus können wir auch befragen.
Gut, wie alt ist Tallinn eigentlich? Wie alt ist Tallinn eigentlich? Die Stadt Tallinn wurde vor über 500 Jahren von 4 Zauberern gegründet. Man wollte sich den Reichtum der hiesigen Wälder sichern. Dazu musst du wissen, dass das Harz der Bäume hier mit Magie angereichert ist. Es findet bei allerlei magischen Gegenständen und Zaubertränken Verwendung. Okay. Obwohl wir hier weit ab der großen Städte mitten im Wald leben, ist Tallinn deshalb eine reiche Stadt. Viele große Zauberer der Welt stammen von hier. Okay. Und einige der größten Erfindungen stammen von Bürgern aus Tallinn. Zum Beispiel auch die magische Postwurfmaschine. Gut, ach du Heiliger. Wird dieses magische Harz heute noch geerntet? Wird dieses magische Harz heute noch geerntet? Natürlich wird es das. Wir verwenden es als Rohstoff für vielfältige Anwendungen und verkaufen es noch immer in alle Welt. Ah ja. Wer waren diese Gründerväter und wie kamen sie gerade hierher? Wer waren diese Gründerväter und wie kamen sie gerade hierher? Das waren unsere direkten Vorfahren. Allzu viel wissen wir leider nicht über sie, aber noch heute steht ein Denkmal von ihnen in der Stadt. Es ist allerdings ein bisschen verdreckt von den Vögeln. Man müsste es bei Gelegenheit mal säubern. Ja. Die Gründer sollen eine Art magisches Orakel verwendet haben, um diesen Platz inmitten der endlosen Wälder zu finden. Jedenfalls waren sie sich völlig sicher, dass dieser Ort der richtige für die Stadtgründung sei. Aber sie hatten sicher recht, sonst wären wir nicht immer noch hier. Die Gründerväter hatten nicht zufällig einen Fluch im Gepäck, als sie herkamen. Ja, ich meine, vielleicht weiß er das ja eh nicht. Ich meine, wenn es erst seit 2 Wochen oder wie ist, naja, wie sollte das dann sein? Die Stadt ist ja schon länger hier. Die Gründerväter hatten nicht zufällig einen Fluch im Gepäck, als sie herkamen. Das wäre mir neu. Aber frag doch sicherheitshalber Hieronymus danach. Es kann allerdings sein, dass er das meiste schon vergessen hat. Meiner Meinung nach wurde er als Historiker schon immer etwas überschätzt. Na, bist du neidisch oder was? Es gab doch sicher irgendwelche düsteren Epochen in der Stadtgeschichte. In der Tat, solche Epochen gab es. Schreckliche Zeiten musste Tallinn überstehen. Ultan, der Chronist, benennt das Jahr 217 als das dunkelste Jahr von Tallinn. Die Preise für Lampenöl stiegen damals ins Astronomische. Die Leute konnten sich kein Licht leisten. Eine Sonnenfinsternis gab es auch noch und modisch war schwarz wieder schwer im Kommen. Wahrlich dunkle Zeiten. Sowas meine ich nicht. Gab's nicht was Dramatischeres? Ein Vulkanausbruch, ein Erdbeben, eine flächendeckende Krankheit oder vielleicht ein Krieg? Nein, schlimmere Katastrophen hat Tallinn nicht zu bieten. Insofern ist dieser Fluch die größte Katastrophe, die Tallinn je bedroht hat. Okay. Ja, noch eine andere Frage. Du schreibst gerade einen Erlass? Richtig, richtig. Unsere werten Bürger sind offensichtlich der irrigen Ansicht, sie könnten ungestraft die neu eingeführte Rollbrettsteuer hinterziehen. Zumindest wurde noch kein einziges Rollbrett registriert, aber nicht mit mir. Ich schreibe gerade einen Erlass dazu, der sich gewaschen hat. Okay. Kann es sein, dass hier schlampig gearbeitet wird? Du wagst es, den Schrecken aller Amtsleute anzuführen? Nein. Bei uns wird nicht geschlampt. Ah ja. So? Okay. Nicht? Hey, hier werden dauernd irgendwelche Sachen unterschrieben, aber ich sehe nicht, dass ihr überhaupt lest, was ihr da unterschreibt. Halt dich da mal raus, junger Mann. Wenn du einmal zur arbeitenden Bevölkerung gehörst, wirst du uns besser verstehen. Ja. Man hat ja gar nicht die Zeit, jeden blödsinnigen Wisch komplett durchzulesen, den irgendein Ausschuss beschlossen hat. Wo kämen wir denn dahin? Ja gut, da wundert mich dann nichts. Da brauchen wir, glaube ich, nicht weiter drüber schwätzen, ne? Also immer schön das Kleingedruckte auf jeden Fall lesen. Ich bin wieder weg. Bis dann. Alles klar, dann haben wir es endlich fertig. Das war jetzt ein Mods-Monolog hier. Das heißt, naja, Monolog war es nicht. Hä, wo ist denn... Wo ist denn der Gargamel jetzt hin? Wenn das so ist... Meiner. So, jetzt ist der Kellerschlüssel endlich mein. Yes. Mein Schatz. Ah, die komische Ratte hier immer. Wer ist das denn? Das Mädchen ist ja wirklich wunderhübsch. Ob sie wohl einen Freund hat? Wobei, am besten sollte ich erstmal herausfinden, ob sie überhaupt mit mir redet. Ja, jetzt. Hat
Bewegt sich da was in deiner Hose oder wie? Gut, Laura ist es. Diese arrogante Zicke, Laura. Naja, sie ist ganz hübsch. Na, Zicke, jetzt hat sie sich schon beleidigt. Wir gucken mal, sprechen mal mit ihr. Hallo. Hallo, ich bin Melvin. Ich kenne dich noch gar nicht. Bist du von dem Fluch betroffen, der hier auf Tal liegt? Ja, das ist das Beste, immer gleich so mit der Haustür ins Haus zu fallen. Erstmal vorstellen, das gehört sich. Hallo, ich bin Melvin. Dich kenne ich noch gar nicht. Das passt ja bestens. Ich kenne dich nämlich auch nicht. Das wird daran liegen, dass ich gerade erst angekommen bin. Ich bin auch noch nicht so lange hier. Sagst du mir, wie du heißt? Vielleicht. Du hast bestimmt einen schönen Namen. Ich hab dir meinen auch gesagt, also jetzt sag mal den Namen, ne? Du hast bestimmt einen schönen Namen. Ja, mir gefällt er. Ich bin Laura, die Enkelin von Valerius, dem Stadtrat. Ich bin zu Besuch in der Stadt. Okay, sie ist Enkelin, das heißt, kann das sein, dass sie vielleicht nicht vom Fluch betroffen ist? Bist du länger in der Stadt? Bist du länger in der Stadt? Ein paar Wochen. Aber warum so neugierig? Ich frage nur. Ich meine, ich frage aus reiner Höflichkeit. Es interessiert mich eigentlich gar nicht. Aus Höflichkeit? So. Ich habe natürlich auch nur aus reiner Höflichkeit geantwortet. Oh Gott. Das ist ja echt eine Zicke. Wohnst du bei Valerius dann? Wohnst du bei Valerius? Natürlich wohne ich bei meinem Großvater. Aber warum willst du das Nun ja, ich meinte ja nur. Ich dachte, es könnte sein, dass möglicherweise... Ach, ich hab nur so gefragt. Nur so? Na, das nenne ich mal einen Grund. Ja, die will immer alles gleich sofort wissen, warum ich das frage. Was soll denn das? Ja, am besten wir reden gerne mit der weiter, ne? Das ist nämlich ein blödes Gespräch. Also, Valerius ist ein mächtiger Mann in dieser Stadt, oder? Valerius ist ein mächtiger Mann in dieser Stadt, oder? Und ob? Im Vertrauen. Er ist sicher der wichtigste Mann der ganzen Stadt. In seinem Haus liegen jede Menge geheimer Dokumente herum. Wie bitte? Er lässt geheime Dokumente über die Stadt einfach so herumliegen? Ach, ich hätte das vielleicht nicht sagen sollen. Er ist nicht besonders ordentlich, das stimmt leider. Neulich hat er sogar meinen Geburtstag vergessen. Ich mag ihn gar nicht dran erinnern. Vielleicht kannst du ihm ja bei Gelegenheit mal sagen, dass er noch eine Enkelin hat, die bei ihm wohnt. Okay. Ja. Wir könnten vielleicht mal ins Kino gehen, wenn es ja überhaupt eins gibt, ne? Wir könnten vielleicht mal zusammen ins Kino gehen. Was ist ein Kino? War klar. Das ist ein Ort, in dem Bilder zum Leben erweckt werden. Oder so. Ich glaube dir, das zu erklären dürfte etwas zu kompliziert werden. Ja, lass mal das Thema einfach, ne? So. Ist auch... Okay, na, wir fragen erstmal die Dokumente. Kannst du an Valerius... Kannst du an Valerius Dokumente herankommen? Habe ich das gesagt? Nö. Naja, es klang so... Also ich meine, es klang nur ein kleines bisschen so. Wenn ich es mir recht überlege, klang es eigentlich überhaupt nicht so. Schade. Fail. Ich gehe natürlich nicht an die Unterlagen meines Großvaters. Wie käme ich denn dazu? Glaube ich nicht. So, ab und zu mal so ein kleiner Blick in die Papiere geworfen, so nebenbei, wenn man so vorbeiläuft oder so was holt. Ja, also naja, also da ist ja wohl niemand davor gefeit, sowas nichts zu lesen, oder? Bist du auch von dem Fluch betroffen? Bist du auch von dem Fluch betroffen, der auf Tallinn liegt? Ich? Nein, vielleicht liegt das daran, dass ich nur zu Besuch hier bin. Ja. Glücklicherweise kriege ich nicht viel davon mit, wobei es natürlich schon irgendwie unheimlich ist. Großvater kommt keine Nacht mehr nach Hause. Ich will wirklich nicht wissen, was er nachts im Rathaus treibt. Oder vielleicht willst du es ja wissen, ne? Ich habe den offiziellen Auftrag vom Stadtrat, den Fluch zu brechen. Ich habe den offiziellen Auftrag vom Stadtrat, den Fluch zu brechen. Du? Ja, ich. Ja, ich. Spricht was dagegen? Schließlich komme ich aus einer fremden Welt, deshalb bin ich für diese Aufgabe bestens geeignet. Naja, ein bisschen weltfremd bist du tatsächlich. Aber wer weiß, wenn mein Großvater meint, du könntest diesen Fluch brechen, musst du ja irgendwas können. Aber nicht allzu viel. Hey, wer ist das? Das ist doch eine Elfe. Oh, wie niedlich. Ja, das ist Fanny, meine spirituelle Führerin. Sie zeigt sich anderen Leuten nur, wenn sie Lust darauf hat. Sie ist garantiert die vorlauteste Elfe, die es gibt. Nicht wahr, Fanny? Ich verstehe sehr wohl, wenn meine Anwesenheit nicht erwünscht ist.
Hey, wo ist sie hin? Schade, auf mich wirkte sie sehr sympathisch. Warum hat sie sich überhaupt ihr gezeigt? Verstehe ich nicht. Ich gehe da mal wieder. Bis später. So, alles klar. Ui, hast du gerade deine zukünftige Freundin kennengelernt? Meine was? Blödsinn, die ist mir viel zu hochnäsig. Aber, sie ist sicher nur etwas unsicher und braucht eine starke Schulter. Quatsch, die ist einfach unverschämt. Nun reg dich nicht so auf. Dafür, dass sie dich nicht interessiert, echauffierst du dich ganz schön. Echo was? Wenn du meinst, dass ich mich über die aufrege, dann irrst du dich. Ich bin die Ruhe selbst. Sie interessiert mich überhaupt nicht. Pah. Meine weibliche Intuition kannst du nicht täuschen. Ich weiß ganz genau, was in dir vorgeht. Danke, dann weiß es ja wenigstens einer. Naja, es war ja klar, dass sie gleich wieder eine Spitze hat für uns, ne? So, wir reden trotzdem noch erst mit Fanny. Hm? So, ich will mit über Laura reden. Was kannst du mir Magie erzählen? Ich will Welt fragen. Warum bist du immer so unverschämt? Genau, wir müssen erstmal darüber reden. Sag mal, warum bist du eigentlich immer so unverschämt? Bin ich das? Ja. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hm? Ach, was soll's. Man kann es nicht allen Leuten recht machen. Doch. Man kann es auch probieren. Also gut, ich will dich noch etwas über die Welt fragen. Ich will dich was über diese Welt fragen. Nur zu. Was hat's eigentlich mit diesem Zauberwald rund um die Stadt auf sich? Was hat es eigentlich mit diesem Zauberwald rund um die Stadt auf sich? Das ist ein magischer Hain, der schon immer da war. Mehr weiß ich auch nicht. Es gibt dort einen Haufen magisches Viehzeug und jede Menge Bäume mit magischem Harz. Okay, dann wieder zurück. Zurück zur, Realität. Kannst du was über Magie erzählen? Kannst du mir was über Magie erzählen? Klar, erkläre ich dir alles, was du wissen willst, du großer Magier. Ob du es kapierst, wird sich zeigen. Gut. Kannst du mir über die Kerzenmagie... Kannst du mir die Kerzenmagie erklären? So. Kannst du mir die Kerzenmagie erklären? Lass mich überlegen. Wenn ich so recht darüber nachdenke... Nein, kann ich nicht. Na toll. Warum eigentlich nicht? Weil ich noch nicht alle Prüfungen bestanden habe? Nein, du ahnungsloser Wurm. Es ist Magie. Und Magie kann man nicht erklären. Aha. Auch wenn einige Magier hartnäckig das Gegenteil behaupten. Gut, dann lass uns mal weniger drüber reden. Lass uns über weniger magische Sachen reden. Ja, und jetzt will ich mit dir über Laura reden. Ich will mit dir über Laura reden. Ah, heikles Thema. Nur zu, sag schon, was dir auf der Seele brennt. So, ja, was denkst denn du so über die? Was denkst du so über Laura? Och, sie ist ziemlich zickig. Aber so sind ja fast alle Mädchen in diesem Alter. Am besten, du gibst dich gar nicht erst mit ihr ab. Das erspart eine Menge Probleme. Ja. Der Ratschlag gefällt mir nicht. Dann hör nicht hin. gut, sag mal, du bist doch nicht etwa eifersüchtig auf Laura? Sag mal, du bist doch nicht etwa eifersüchtig auf Laura? Hä? Bitte was? Ich eifersüchtig? Das Mädchen ist riesig und blond und dick. Sie ist so groß wie ich und sie ist überhaupt nicht dick. Sie wiegt mehr als ich. Das reicht ja wohl. Gut, dann anderes Thema. Lass uns über was anderes reden. Genug. Genug geredet. So, jetzt haben wir das auch abgeschlossen, das Thema. So, und jetzt können wir hoffentlich noch den Keller erkunden hier. Kellerschlüssel. Rad aus Keller. Aha. Und schon ist die Tür zum Rathauskeller offen. So geht die also offen. Dann gehen wir mal rein. Ah, Licht gibt's auch, sehr schön. Was? Killerspiele? Okay. Magisches Tischtuch, du heiliger. Magische Mauserfalle? Was gibt's denn hier alles? Generell Schrank, Vertiefung Boden, Bingvase, Dolch, Zettel. Rathausplatz packen, Spaden, Leiter, Truhe, Bücher, Hellebarde, Killerspiele, Marmeladentopf. Wir fangen mal mit dem Schrank an hier. Moment, stopp, da geht's. Achtung. Da hängt ein Schildchen. Schrank hat Besitzer gefressen. Hä? Aufhebung, Beschlagnahme, sobald Besitzer wieder frei. Hey, die Möbelstücke in dieser Welt sind gemeingefährlich. Aber dafür fehlen beim Zusammenbau vermutlich nicht dauernd Schrauben.
Ja gut, wir gucken uns im ganzen Raum uns erstmal hier vorbei. Oh je, das ist ein Riesenraum hier. Gut, Leute, dann fangen wir doch mal rechts erst an am Raum. Dann fangen wir erstmal rechts an. Jetzt wieder ein Besen. Oder, ja, gut. Fangen wir mal hier an. Eine ziemlich dreckige, runde Tischdecke. Nimm mit. Was soll ich mit einer schmutzigen Tischdecke? Mein Inventar ist eh schon viel zu voll. Ja, und das ist ein magisches Inventar. Da kannst du so viel reinpacken, wie du willst. Und es ist auch egal, wie groß es ist, der Gegenstand. Damit werde ich die Geheimnisse der Vergangenheit schon ausgraben. Ich wette, der Spaten wird sich noch als unverzichtbarer Gegenstand erweisen. Wenn man den überhaupt mitnehmen kann. Nee, nämlich nicht. Man kann nur angucken. So, dann haben wir hier den Marmeladentopf. Ein Glas eingekochte Baumkarotten von Daphne. Angeblich wurde es beschlagnahmt, weil die Marmelade mutagene Eigenschaften haben könnte. Killerspiele. Vielleicht sind das lauter beschlagnahmte sogenannte Killerspiele. Oder die Spiele wurden hier einfach eingelagert, weil sie nicht wussten, was sie damit machen sollten. Schließlich gibt's hier nicht mal Computer. Das sind natürlich Brettspiele, ne? Hellebarde. Modernste Waffentechnik. Die Hellebarde gehörte wohl mal einer Stadtwache, aber jetzt ist sie total verrostet. Und total krumm. Leiter. Eine ganz gewöhnliche Trittleiter, beschlagnahmt als Tatwaffe in einem Mordfall. Außerdem soll sie zugleich Tatort und Zeuge gewesen sein. Wett. Ich glaube, das Ding fasse ich besser nicht an. Aha. Ruhe. Die Truhe sieht ausnahmsweise nicht bissig aus. Dafür ist lauter beschlagnahmtes Zeug drin. Ja, das siehst du, wenn sie zu ist, ne? Bücher. Beschlagnahmte Bücher. Lauter Wälzer mit schmutzigen Geschichten. So, gut, das war das. Dann können wir uns noch die Fackel an, von Fackelmann angucken. In diesem Keller muss man sich irgendwie fragen, ob auch die Lichtquellen beschlagnahmt wurden. Naja, das glaube ich weniger. Dann haben wir hier einen Zettel. Da ist eine Beschreibung des Dolches drauf. Angeblich hat er traumatische Angst vor Schwertern, weil sein großer Bruder immer böse zu ihm war. Da müsste man mal einen Psychologen mit Schwerpunkt auf Stichwaffenkampf konsultieren. Okay. Das ist der kleine Bruder von Excalibur. Ah, ja. Er wurde beschlagnahmt, als er widerrechtlich aus einem Stein gezogen wurde und jemand seinen Vorgarten dadurch zum Königreich deklarieren konnte. Naja, gut, er sieht so aus, als wäre das nur ein Stück vom Schwert, das praktisch das hintere Teil ist, ne? Wie ein Dolch sieht es eigentlich nicht aus. So, Vertiefung im Boden. Wo ist denn die? Ah, hier. Die Mulde im Boden ist noch nicht ganz perfekt als Stolperfalle. Da fehlt noch was. Müssen wir hier jemand stolpern lassen? Okay, interessant. Mal gucken. Magische Mausefalle. Das ist eine Mausefalle. Die hat vermutlich Jorok aufgestellt. Ja, maybe. Schrank, gut, dann haben wir schon angeguckt. Möbelstapel. Sehr wackelig. Hier bleibe ich besser nicht zu lange stehen. Eine Ming-Vase. Sieht teuer und zerbrechlich aus. Es muss eine Ming-Vase sein. Ja. Ist es auch. Man hört es am Klang, wenn man sie umschmeißt. Wetten? Ja, also dann machen wir es mal. Nee, geht ja nicht. Kanne, eine Teekanne. Die Kanne wurde vermutlich beschlagnahmt, weil sie zu kitschig ist. Das finde ich allerdings zu gnädig. Man sollte sie besser in die nächste Schlucht werfen. Könnte man machen, ne? Kanne? Noch eine Kanne? Die Kanne wurde vermutlich beschlagnahmt, weil sie zu kitschig ist. Das finde ich allerdings... Okay, zweimal Kanne, das ist also egal. Ah, nee. Nee, eigentlich ist das hier ein Krug, ne? Ja, Drache auf Rädern. Ein Zugdrache wieder. Ein schreckliches Konstrukt, das vermutlich wegen möglicher Feuergefahr beschlagnahmt wurde. Koffer. Der Besitzer dieses Koffers war sogar mal in Wanne-Eickel. Cool. Der hat ja richtig die Welt gesehen. Okay. Bildnis des Dorian Gray. Das Bildnis des Dorian Gray. Wow, weltberühmt. Und hier unten hängt es. Ja, wirklich stark. Eine reparierte Säule. Naja.
Diese Konstruktion kann ich mir nicht lange anschauen, ohne ein sehr, sehr mulmiges Gefühl zu bekommen. Ja, ist wirklich sehr fachmännisch repariert, muss man schon sagen. Ne? Noch eine Fackel von Fackelmann. In diesem Keller... Ja, das hat es schon gesagt. Aber noch eine Ming-Vase. Sieht teuer und zerbrechlich aus. Es ist es auch. Ja, ist das die gleiche Marmorbüste? Die Büste hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Farida. Okay. Warte mal, ich laufe mal kurz hier an, dass wir hier wieder hingucken können. Kaffeedosen. Hirschkopf, der redet bestimmt mit uns. Ein defektes Grammophon, das können wir mitnehmen, wenn es ist. Ein Grammophon ohne Schalltrichter. In diesem Zustand ist es zu nichts zu gebrauchen. Ja, aber können wir es einstecken? Ich stehe zwar nicht so auf Retro-Musik, aber ich wette, solche Plattenspieler sind hier topmodern. Laura wird's gefallen. Naja, will sie. Ja, irgendwelcher Amtsschimmel, den ich mir bestimmt nicht antun werde. Amtsschimmel, jawohl. Kaffeedosen, ja, Kaffee ist geil. Auf der Kaffeedose ist ein Aufkleber drauf. Finger weg, Eigentum der Grafiker. Was soll denn das heißen? Mäh. Böse Grafiker. Rakete? Oh, die können wir auch mitgehen lassen. Wow, ein magischer Feuerwerkskörper. So einen habe ich neulich im Kino gesehen. Aber der hier ist sogar noch größer. Nehmen wir mit. Lup. Das haben wir noch nichts mehr. Gut. Da haben wir noch einen Hirschkopf, der sich bewegt. Auf dem Zettel steht, beschlagnahmt wegen illegalen Handels mit Alkoholika in kleinen Fläschchen an der Südwand des Goldenen Ochsen. Okay. Gut, was bringt uns das jetzt alles, was wir da jetzt wieder mitgenommen haben? Das weiß ich gerade gar nicht, aber ja gut. Was auch wunderbar, dass wir jetzt endlich in den Keller reinkamen, ne? Vertiefung Boden. Ja gut, ich weiß nicht, ob wir damit was machen müssen tatsächlich. Oder irgendwie was reinlegen müssen oder installieren müssen. Ah ja gut, wir haben nicht mehr. Okay. Angel. Die haben wir noch nicht gebraucht im Moment. Ja, jetzt gucken wir mal, was Fanny aufgeschrieben hat. Ja, die Ursache des Fluchs klären. Die Stadträte haben Melvin beauftragt, die Ursache des Fluchs zu klären. Am besten halte ich mich raus, bis er all die Leute zugetextet hat, die etwas darüber wissen könnten. Hieronymus hat zu Bericht der Atmos sollte weitere Details wissen. Okay, das heißt, wir sind dann zu Hieronymus. So. Okay. Ja, schön. So, Keller hat sich wieder zugemacht. Sehr schön. Können wir jetzt halt wieder rein wahrscheinlich. So, der Hieronymus ist ja an der Hangstraße, ne? Der müsste hier genau, der ist da an der Straße. Ich werde auf jeden Fall da schon mal hinlaufen, ein bisschen schneller, wenn es geht. Da können wir jetzt eigentlich nochmal Walt hier sagen, dass er... Ah, schau an, das Haus ist nicht mehr beschossen. Oder? Nee, doch. Spielfehler, Einschusslöcher sind noch da eigentlich. Oh, der junge Privatdetektiv. Ich habe dir zu danken, dass du Faridas mörderische Anschläge auf mein Haus beendet hast. Die Reparaturkosten nahmen bereits zweistellige Summen an. Keine Ursache. Doch, doch, doch. Ich will nicht, dass man mir nachsagt, ich sei undankbar. Hier, nimm dir eine Tasse von diesem unvergleichlich aromatischen Kaffee. Geil. Auf eigene Kosten, aus dem tiefen Süden importiert. So etwas bekommst du nicht in der Kaschemme am Rathausplatz. Danke, danke. Der macht wirklich wach. Ja, da rollen sich gleich die Augdinger hoch. Die Lieder. Bis dann. So, perfekt, ja. Gut, dass wir noch geredet haben, ne? Aber wie gesagt, Einschusslöcher, hier sind keine mehr eigentlich. Das ist eine Lüge. So, da geht jetzt die Höhle hoch. Ja gut, das sind wir eigentlich auch schon fertig. Ja, und dann müssen wir mit dem Hieronymus reden, aber nicht mehr in dieser Folge. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Euer Lego. Bye, bye.